Verkapptes Heimspiel für die Arminia im Westfalen-Duell. Im Westen Höhenluft, im Osten Absturzangst. Dortmunder Vereinsrekordjäger gegen freifallende Bielefelder. Klos vor 2 Jahren Bundesliga gegen Haaland und Bellingham. Jetzt Letzter der Drittliga-Rückrundentabelle. Die Gäste in den roten Trikots mit Lannert bei einer Ecke in der 11. Minute. Klos ist hier involviert von Anfang an und dann kommt der Ball zu Mervey Biancardi. Ausgerechnet Biancardi, die tragische Figur in der vergangenen Woche beim 0:0 gegen Ferl, mit Winzheimer um den Elfmeter gezopft und dann verschossen. Hier hat er den richtigen Riecher, die Dortmunder zu weit weg. Biancardi mit seinem 8. Saisontreffer. Die Stimmung prächtig, die Dortmunder nicht in der Partie. Elongo, Yombo, das noch der beste Abschluss in der Anfangsphase vom jungen BVB, der auf Rekordkurs ist. 45 Punkte nach 28 Spieltagen, das gab's noch nie. Die 21. Minute, Mitsuta, eine von 3 Änderungen in der Startelf und die trägt Früchte. Die Arminia mit klarem Matchplan, die Kniert-Spielweise endlich auf den Rasen. Und der Trainer will die eigene Standardschwäche zur Stärke machen. Nächster Beweis, Wörl. 30. Minute, das 2:0. Marius Wörl, 2. Standardtreffer, 2. Saisontor. Und Wörl mit seinem 1. Profitor per Kopf, weil er dort komplett allein gelassen wird. Lannert darf in Ruhe flanken. Und welcher Dortmunder kümmert sich eigentlich um den 19-Jährigen? Apropos junger Spieler, das ist Hetwa, der da komplett freigelassen wird. Einfach mal durchstarten darf. Der hat Tempo, aber der hat eben auch Pech in diesem Jahr im Abschluss 2024 noch ohne Treffer. Alles läuft für die Arminia. Die Balance stimmt auch bei den knapp 4000 Mitgereisten auf den Rängen. 2. Durchgang. Bujelab eingewechselt. Bujelab gegen Halb Dortmund. Bujelab. 74. Minute. Auch er bringt Energie von der Bank. Deutlich weniger los im 2. Durchgang. Bielefeld verwaltet clever. Von Zimmermanns Team kommt zu wenig. Der BVB-Trainer wechselt, probiert, stellt das System um. Hilft alles nichts. Auch Joker Utuali erfolglos. Die Arminia gewinnt das Spiel mit 2:0 am Ende verdient, weil sie durchschlagskräftig auftritt und bei Standards erwachsen gegen den Ball agiert. Ja, Fakt ist, wir haben ein gutes Spiel gemacht und ja, wir sind einfach froh, dass wir gewonnen haben. Aber klar, so müssen wir jetzt weitermachen. Wir haben jetzt hier noch schwere Spiele. Wir spielen in Mannheim nächste Woche, das ist klar. Das wird ein Riesenspiel. Und ja, aber genau so müssen wir weitermachen. Es war ein Top-Spiel. Die jungen Dortmunder verlieren nach Duisburg ihr 2. Spiel in Serie. Und auf der anderen Seite klosen die Arminia. Sie gehen mit einem Erfolgserlebnis in die Big-Point-Wochen gegen den Waldhof und MSV. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.